Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde von Wendy und zu Wendy und dem neuen Abenteuerspiel von den Wendy-Produzenten. Diesmal ein anderes und ich glaube zu wissen, dass dies hier das erste Wendy-Spiel ist, das jemals existiert hat. Ich kann es natürlich jetzt nicht garantieren oder versprechen, aber ich bin der Meinung, denn wie hinten auf dem Spiel beschrieben steht, brauchen wir dafür einen Pentium 166 MHz, Windows 95, eine 2 MB Grafikkarte, ein 8-fach CD-ROM-Laufwerk und 16 MB Arbeitsspeicher, ja, eine Soundkarte und eine Maus und die Hotline zu dem Spiel. Eine Hotline zu einem Spiel. Damals gab es das. Also das war echt, da konnte man so eine Hotline auch anrufen, wenn man Probleme mit dem Spiel hatte. Sowas gab es. Auf jeden Fall die Hotline für das Spiel in der Minute 2 Mark 42. Also D-Mark. Ne? Verstehen Sie? Und gut. Mag schon etwas älter sein. Also Wendy, Geheimnis um Sören. Ein weiterer Teil unserer Wendy-Reihe. Es kommt parallel noch ein anderes Spiel, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Das werdet ihr dann sehen. Jeder, der halt das Wendy-Spiel später guckt, wäre dann verwirrt. Und wir starten ein neues Spiel mit Wendy. Mal sehen, wie es gezeichnet ist. Ich bin gespannt. Los. Oha. Hi, Bianca. Endlich Ferien, was? Hi, Wendy. Ja, ich bin auch heilfroh. Das hört sich aber nicht sehr fröhlich an. Was ist denn los? Ach, ich mache mir Sorgen um Prinz. Wieso? Ist was passiert? Wir hatten gestern einen kleinen Unfall. Prinz ist in einen Fuchsbau getreten. Gestern Abend war seine Fessel dann leicht geschwollen. Könntest du dir die Verletzung nicht mal angucken? Klar, mach ich. Als wäre sie eine Tierärztin. Wendy mal wieder die Klugscheißerin, echt. Die hat doch auch, also das ist auf jeden Fall, ich mag das voll, wie das gezeichnet ist. Das ist echt voll schön. Mal einen Screenshot gemacht. Die Möwen sehen ja total geil aus. Ich denke mal, es sollen Möwen sein, oder? Also, das wird irgendwo... Egal. Also, gut. Das Pferd von Bianca hat irgendwas an seinen Fesseln. Den Hof kennen wir ja schon. Hier ist der Stall, da geht's hinter zur Wiese, da geht's rein ins Haus. Das ist Wendy, das ist Bianca. Wir gucken mal in den Stall, würde ich sagen. Stall, ja. Ja, okay. Das ist ja... Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Ich weiß noch nicht. Wir werden mal sehen, was es, ob es was ist, oder? Hier kann ich zurück. Da kann ich... Ah, da kann ich auch speichern. Das erste Spiel, in dem man speichern kann und hoffentlich auch funktioniert. Wir gucken mal. Wendy sieht ein bisschen komisch aus. Bianca auch. Beruhig du, Prinz. Ich schau nach seiner Fessel. Okay. Das ist echt ein hübsches Pferd. Die Fessel ist wirklich stark geschwollen. Hm. Oh je. Die Verletzung ist sicher schlimm. Was sollen wir jetzt nur tun? Tierarzt? Vielleicht? Maybe? Achso, es wird einem wieder überhaupt nicht geholfen, oder? Nein. Beruhig dich, Bianca. Die Verletzung wird schon nicht so schlimm sein. Das kriegen wir schon wieder hin. Oh Gott. Gut, wenn du das sagst. Guten Morgen, ihr zwei. Tröstet ihr den armen Prinz? Ich habe die Verletzung heute früh schon begutachtet. Morgen, Papi. Guten Morgen, Herr Thorstig. Ja, der sieht so nana aus wie Herr Thorstig. Aber Wendy sieht halt auch überhaupt nicht aus wie Wendy. Und Bianca sieht halt auch überhaupt nicht aus. Aber sie tragen dieselben scheiß Klamotten wie in der Serie. Was denkst du, sollen wir tun? Ich halte es für das Beste, den Tierarzt zu verständigen. Die Nummer steht im Adressbuch, im Arbeitszimmer. Ich habe leider keine Zeit dazu. Ich muss in die Stadt einen guten Fotografen für den neuen Prospekt finden. Hier ist übrigens der erste Entwurf. Das kann doch ich machen. Ich kümmere mich drum. Gut, bis später. Ruf du an, ich tröste Prinz noch ein bisschen. Wie sich einfach zwischen Bianca und Wendy gestellt hat. Also, es war einfach, beachtet mich. Das ist einfach wieder vorgestellt. Los, und jetzt geh weg. Okay, was soll ich das jetzt machen? Ich ruf schnell in der Praxis Dr. Scherer an. Bis gleich. Dr. Scherer kennen wir ja schon. Ja? Aus der, aus Barbie wollte ich schon sagen, aus Wendy und hier. Geheimnis Sternchen, Rettung für Sternchen. So, ey, diese vielen Titel machen mich echt total kirre. Man weiß gar nicht mehr, was man gerade rettet oder was irgendwie Hilfe braucht.
Das ist ja unglaublich. Da ist das Wohnzimmer. Also, oh, man kann die anderen Zimmer besuchen? Nein. Was soll ich da? Da ist kein Telefon. Ach, ihr habt im Wohnzimmer kein Telefon? Nein. Da wollte ich nicht hin, Wendy. Die Bilder sind ja auch total geil. Was, sie bleibt mitten auf der... Gut. Was soll ich da? Da ist kein Telefon. Du hast kein Telefon in deinem Zimmer, Wendy. Ah, da weiß ich das, glaube ich, besser. Gut, wir gucken mal, was ist da drin. Ach, das ist sein Büro, glaube ich, oder? Ja, das müsste sein Büro sein. Von Wendys Vater, dem Gunnar. Da voll die Pferde. Ja, ist aber schon recht schön gemalt, ne? Muss man sagen. Ist ein Terminkalender. Da steht ein Werkzeug, da hinten ein Sattel. Wo mag das jetzt sein? Eine Rechnung, ausgestellt von einem Dr. Hansen. Kenne ich nicht. Ich rufe besser bei Stefanie und Markus Scherer an. Ja. Wieso hast du jetzt die Rechnung eingesteckt? Geht's noch? Erstmal muss ich die richtige Nummer finden. Okay, aber wo? Wo? Am Computer vielleicht? Wieso läufst du einmal rum? Warum machst du das, Wendy? Kann ich mir irgendwie anzeigen, was ich klicken kann? Das ist ja total assig, ey. Boah, diese Spiele sind total schwer, wenn mir nicht gezeigt wird, welche Möglichkeiten ich habe. Was ist das? Okay, da kann ich nicht rum. Woher weiß ich denn jetzt, was sein Kalender-Dings, sein Notizblock-Dingens, Scheiß-Drecks-Dinges. Mann, ey. Ich bin schon wieder total frustriert, weil ich hier überhaupt nichts gebacken krieg. Oh. Lauf halt noch 5-mal um den Tisch rum, oder? Oh, what the hell? Was? Das ist Wendys... Das soll ein Rucksack sein, oder? Oder was soll das sein? Oder ihr Bauchtasche, oder wie? Wo hat sie denn das? Auf ihrem Arsch, oder ist es... Nein, okay. Gott, was zur Hölle? Hör auf, lass es los. Oh, Gott, ich bin total überfordert. Papis Werkzeugkasten. Da gehe ich besser nicht dran. Ach so, da gehst nicht ran. Aber irgendwelche Rechnungen einstecken oder was? What the fuck? Das sind nur Rechnungen und Bürokram. Langweilig. Ja, aber trotzdem eingeschoben. Was ist denn los? Okay, wo ist sein Termin? Wo ist sein Telefonbuch? Wo ist sein blödes Telefonbuch? Wo soll ich denn das wissen? Soll ich jetzt da alles durchklickern da hinten im Religal? Oh, Kotz. Das sah für mich aus wie ein Telefonbuch. Oder für, keine Ahnung, vielleicht ist es ja gar nicht. Aber er hat doch gesagt im Büro, oder? Hat er das nicht gesagt? Er hat das gesagt im Büro. Er hat das doch gesagt. Oder hat er das nicht gesagt? Doch, ich glaube, er hat es gesagt. Oh, Mann, ey. Woher soll ich denn wissen, wo sein blödes Telefonbuch... Da will ich jetzt nicht hin. Wie nicht hin raus? Ich kann nicht mehr rausgehen? Oder was? Wie motiviert sie? Gott, sie sieht überhaupt nicht aus, wie wenn die... Ist echt ganz wie so eine hässliche Schreckschraube. Kann ich das irgendwie angucken? Nein. Ah, die Rechnung. Das ist wohl eine Karte, oder? Oder was ist das? Wendy? Kannst du damit was anfangen? Nein. Okay. Boah, ich bin schon wieder total... Jetzt fängt sie auch noch an zu laufen. Nein, nein, nein! Normal hat auch jeder seine Dinge im... Mach auf da. Kannst du nicht aufmachen? Kannst du das nicht aufmachen? Doch! Scheiße! Ah ja, da ist das Buch. Und die Nummer steht direkt auf der ersten Seite. Oh, wie... Oh. Wie soll ich denn das finden? So, jetzt telefonieren wir aber. Wendy, wir telefonieren jetzt aber. Das ist ein Telefon. Benutze es. Bitte benutze das Telefon. Nein. Oh Mann, ist jetzt eingesteckt? What the fuck? Okay, ja. So. Gut, wenn man so alte Spiele beherrscht, ne? Hallo, hier sind die Tierärzte Scherer. Da wir zurzeit ein Naturheilkundeseminar besuchen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertretungsarzt Dr. Hansen. Nein! Die Nummer lautet... Okay, das ist eine sehr interessante Nummer.
Kannst du aufhören zu piepsen? Sie hat doch schon lange aufgelegt. Da hört man kein Piepsen mehr, du Trottel. Gut, also dann zurück. Da will ich jetzt nicht hin. Ich kenne doch die Nummer von dem scheiß Hansen nicht. Oder kann ich die irgendwo... Nein, oh Gott. Ich muss doch jetzt irgendwie hier rausfinden können... In dem Buch stand unter Tierarzt nur die Nummer der Scherers. Hm. Okay, kann ich jetzt gehen? Da will ich jetzt nicht hin. Blöd, du bist so blöd. Kann ich jetzt nicht irgendwie raus? Geh doch bitte raus, Wendy. Da will ich jetzt nicht hin. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Wo könnten jetzt noch, wenn in dem Telefonbuch das nicht drin stand, im Internet vielleicht? Wendy, im Internet. Kannst du nicht vielleicht im Internet nachschauen? Dreck. Okay. Wir lassen uns das einfallen. Boah, ist das schwer. Da ist nichts. Ah ja, da ist das Buch. Und die Nummer steht direkt auf der ersten Seite. Handy, ich habe das Buch schon eingesteckt. Oh Gott. Was machen wir jetzt? Wie könnte ich jetzt die Nummer rausfinden von dem blöden Arzt? Und Wendy will hier nicht aus dem Haus raus, aus dem Zimmer raus. Anstatt hier die ganze Zeit wild rumzuklickern, sollte ich mal irgendwas mit Intelligenz machen. Ah, Moment! War das nicht da irgendwas von Hansen? Hoffentlich ist der wenigstens da. Ja, ich bin so blöd. Das muss man sich alles merken. Lass uns aber kommen, Leute. Ah, hallo, Herr Hansen. Hallo, Herr Dr. Hansen. Hier ist Wendy Thorsteg vom Gestüt Rosenborg. Ja. Eins unserer Pferde ist verletzt. Wie sieht die Verletzung denn aus? Naja, das Pferd ist in einen Fuchsbau getreten und hat jetzt eine geschwollene Fessel. Na gut, ich komme sofort. In der Zwischenzeit solltest du schon mal etwas gegen die Schwellung unternehmen. Etwas herumfühlen, soll ich warme Umschläge machen? Ja, kalten. Wir machen mal einen auf klug. Soll ich einen kalten Umschlag machen? Das ist eine gute Idee. Mach das schon mal. Ich komme dann gleich. Ha. Tschüss. Bis gleich. Ach, ich bin so ein guter Pferdepfleger. Dann werde ich mich jetzt mal um den Patienten kümmern. Ja. Mein Gott. Mach halt dann einfach. Echt. Raus. Ja, raus wäre gut. Ach, ich mag das total, wie das hier so, wie das gemalt ist. Das ist total schön. Schnell. Lauf. Renn. Ist geil, dass man sie rennen lassen kann. Hey, Wendy. Ey. Was haben denn Stefanie und Markus gesagt? Sie war nicht da. Ich habe die Vertretung, einen Herrn Dr. Hansen, angerufen. Er kommt gleich. Wir sollen in der Zwischenzeit schon mal die Fessel kühlen. Weißt du, wie man das am besten macht? Ja, mit Wasser. Ja, ich muss nur eine Bandage finden. Oh Gott, du blöde Bianca. Die gehört, glaube ich, Flavio. Mir ist die viel zu groß. Ah, ist eine Jacke. Okay, ich dachte mir, wir könnten irgendwas rausreißen oder so. Oh, das können wir nutzen. Hier ist ein Schal. Vielleicht können wir den als Bandage verwenden. Klar, wem gehört er? Hey, das ist eine gute Idee. Scheiß drauf. Die könnte ich auch mal wieder sauber machen. Okay, kann ich die mitnehmen oder so? Brauche ich das? Der ist schon uralt. Ich könnte mal wieder einen neuen gebrauchen. Ja, müssen wir Papa fragen, ob er uns einen neuen kauft. Bei Amazon oder bei Krämer und Co. Okay, Bro. Wir nehmen jetzt den Schal, von dem wir nicht wissen, wem er gehört, und machen den einfach mal nass, würde ich mal so spontan sagen. Das geht schon. So, damit wird die Schwellung sicher schnell zurückgehen. Super, Frau Doktor. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Just for fun, mal so ein bisschen den Hahn auf. Oh, der Boden wird nass, wenn ich den Hahn aufdrehe. Wie ärgerlich. Gut, wir gucken jetzt mal da rein, wie es dem Pferd geht. Immer rennen, das ist ganz wichtig. Das Pferd ist so hässlich gemalt. What the hell? Gut, also Wendy steht bewegungslos da. Ein nasser Schal, das ist gut. Gott sei Dank reicht's, wenn ich aufs Pferd ziehe. Jetzt geht's dir bald besser. Ja. Ganz ruhig, Prinz. Mein Junge. Hm. So, fertig. So. Das scheint ihm wirklich gut zu tun. Ja, das scheint ihm wirklich... Oh, wer so, ist das denn? So, anscheinend werde ich hier gar nicht mehr gebraucht. Oh. Hallo erstmal. Ich bin Dr. Hansen. Hallo, Dr. Und das Hansen. Ist mein Sohn Sören. Ah, das
Tag, Dr. Hansen. Ich bin Wendy. Ich habe bei Ihnen angerufen. Leider hatte ich keine Bandage zur Hand. Aber dieser Schal erfüllt denselben Zweck, auch wenn der Prinz nicht besonders gut steht. Also mit Sören, da habe ich ja schon ein ganz schlechtes Gefühl. Und nicht nur alleine, weil das Spiel heißt Geheimnis um Sören. Nein, nein, sondern einfach, weil ich voll den Plan habe und schon gemerkt habe, gerade durch die Vorstellung, dass mit Sören etwas nicht stimmen kann. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ah, ich will auch gar keine Hilfe von dir, du Penner. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Aber eine Bandage und etwas Kühlgel sollte man immer im Stall haben. Warte mal, ja. Ich glaube, ich habe noch ein Musterpaket bei mir. Ein Musterpaket? Hier, damit du für den nächsten Patienten gerüstet bist. Das ist ganz billig, kostet nur 5000 Mark. Mark! Oh, vielen Dank. Hallo, das ist sicher dein Pferd. Beruhig ihn nur weiter. Ich werde mal sehen, wie schwer die Verletzung ist. Tag, Herr Doktor. Hallo, Sören. Ja, mache ich. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Nein. Ach, Wendy, könntest du mir ein wenig helfen? Ja. Klar, gerne. Was kann ich tun? Ich habe meine Tasche vor der Box abgestellt und bräuchte jetzt eine Spritze daraus. Prinz ist gerade so schön ruhig, da will ich nicht nochmal rausgehen. Kannst du mir einfach nur die Spritze holen? Zum Tragen ist die Tasche nämlich für dich zu schwer. Sicher, mache ich. Was? Erstens ist die Tasche überhaupt nicht zu schwer und zweitens, what the fuck soll dann Sören hier, wenn er nicht hilft? Hä? Wieso? Ach, Wendy... Das Schloss klemmt manchmal. Versuch's dann einfach mit einem spitzen Gegenstand, ja? Wo soll ich denn jetzt einen spitzen Gegenstand herkriegen? Ah, ich weiß es. Was will denn Sören eigentlich? Sören, der soll sich mal verpören. Was war eigentlich nochmal in den alten Büchsen? Ach ja, gesammelte Hufnägel. Vielleicht sind die ja spitz genug. Ja, maybe. Take one of them. Sören, wo willst du hin? Sören? Sören hat sich aus dem Bild teleportiert? Wie unheimlich. Ich brauche einen spitzen Gegenstand. Vielleicht sollte ich mich doch schon einen hier umsehen. Ach, das ist die Box. Oh, ich finde das nicht gut, dass Sören gerade hier irgendwo hingelaufen ist. Leute, wie findet ihr das, dass Sören gerade von alleine weggelaufen ist? Schreibt mir doch bitte mal ins Kommentarfeld, wie ihr das findet, dass Sören jetzt gerade alleine hier irgendwo rumläuft und sich auf dem Hof irgendwo bewegt und ich nicht kontrollieren kann, wo S-Ö-R-E-N gerade ist. Der... Wofür so Krimskrams doch alles Arschkeks. Gut sein kann. Ah ja, da haben wir auch die Spritze. Eier. Zum Glück kriege ich die nicht. Eier, wir brauchen Eier. Wieso solltest du auch eine Spritze kriegen, Wendy? Du bist doch noch ganz sauber in der Birne. Na, hast du das Schloss besiegt? Ja, Alter. Kinderspiel. Klar, um an eine Spritze zu kommen, tue ich doch alles. Was? Du kannst mir direkt noch einen gefallen. Was? Während ich die Spritze setze, könntest du schon mal das Kühlgel auf die Bandage auftragen. Aber häng sie dafür irgendwo auf, damit sie nicht dreckig wird. Ja, klar. Okay. Um an eine Spritze zu kommen, tut sie doch alles. What the actual hell? Was ist denn da los, ey? Was sind denn das für Anspielungen hier? Ich bin ja wirklich entsetzt. Okay, was? Ich soll die... Die gehört, glaube ich, Flavio. Ja, nimm mal die Hose da weg. Die ist viel zu groß. Ah ja, das denke ich mir schon, Wendy. Du bist ja auch wirklich schlank und rank. Okay, also, wir könnten das vielleicht da aufhängen. Die gehört, glaube ich, Flavio. Ja, mir ist die viel zu groß. Kann ich sie überspringen? Nein, scheiße, ich kann Texte nicht überspringen. Okay, wo kann ich die hinhängen? Wo kann ich die jetzt hinhängen? Wo kann ich die jetzt hinhängen? Da drüber? Ich brauche kein Wasser. Nein, ich weiß. Er hat gesagt, ich soll sie irgendwo dranhängen. Oder geht's einfach so? Nein. Okay. Dann vielleicht da dran? Nee, da kann ich es nicht benutzen. Immer wenn es so blinkt, dann kann ich es benutzen. Kein einziger Apfel mehr drin. Da müsste man mal Flavio Bescheid sagen. Ja. Sollte man vielleicht mal, man sollte sich mal um Sören kümmern, der hier immer noch irgendwo total wild durch die Gegend läuft und nobody knows where he is.